Ich würde vorschlagen, jetzt kommt eine Stoppuhr. Freunde, eine Sache ganz wichtig beim Thema Einparken ist, ich gebe euch mal einen jetzt kleinen Crashkurs. Erstmal anhalten und blinken. Ja, im Normalfall, wie es jeder, der einen Führerschein hat, ich kann ja wieder einparken. Rückwärtsgang rennen und jetzt kannst du, wenn du möchtest. 3, 2, 1. Tagchen. Na? Alter, ich muss mich zum Friseur. Ich würde vorschlagen, wir machen jetzt eine kleine Runde, eine ganz schnelle Sache, weil ich habe einen tierischen Knast. Was ist das? Und ich habe irgendwie Bock jetzt doch tatsächlich das mit der Currywurst mal. Ist denn das hier weit, diese Currywurst? Nein, überhaupt nicht. Nein, weil wir haben hier einen super Parkplatz. Oder soll ich jetzt nochmal 10 Meter weiter vorne gucken, ob noch einer ist? Ja, du hast doch den Parkkammer, hast du doch okay, eingepackt, ja, oder nicht? Parkkammer. Das ist auch so ein krasses Ding. Das ist doch was ich von dir gelernt habe. Dass wenn man Sachen sich visualisiert, dann passiert das auch. Ja, auf jeden Fall. Nee, du läufst ja immer in die Richtung, in die du guckst. So, und dann und dementsprechend dieses Parkplatz-Ding. Der Plakate an die Plakatwand. Besser könnte ich es nicht sagen. Das ist total krass. Der Typ findet immer einen Parkplatz, Alter. In den meisten, also zu 99,9%. Wenn ich vorher mein Parkkarma aktiviere, was natürlich nicht immer sein kann. Dann kriegt der in den meisten Fällen echt einen Parkplatz, Alter. Und das ist was ich von dir gelernt habe. Ja? Muss ich wirklich sagen. Und obwohl, wir müssen ja auch mal eins sagen, es ist ja gerade so, es ist ja Sommerferienzeit in Berlin. Und was passiert dann in der Sommerferienzeit? Berlin verliert 1 Million Einwohner, weil die alle irgendwo hinfahren, in irgendein anderes Bundesland. Zurück dahin, wo sie herkommen, meinst du? Und dadurch gibt es in Berlin dann auf einmal ganz viele freie Parkplätze. Das könnte uns jetzt in unserer Situation jetzt gerade auch noch irgendwie ein bisschen Ich wusste helfen. Ja nicht, dass Sommerferien sind. Ja, ich auch nicht. So weit wie Ferien gibt es ja bei mir jetzt auch nicht mehr. Ist ja nur noch so Urlaub. Was hat er denn da? Tja, tut mir leid. Pilot von der Waldfee. Das hast du wohl nicht von der Straße gekriegt. So, herzlich willkommen bei Hübsche Söhne. Das wird wahrscheinlich die kürzeste Folge unseres Lebens, weil wir sind nämlich auch schon wieder gleich am Ziel. Aber in der Kürze liegt die Würze. Hast du denn kurz eine Geschichte zum Thema Kürze zu erzählen? Okay, dann ja, das passt zum Thema Kürze. Warte mal kurz. So, das nenne ich Einigkeit. Da haben wir uns geeinigt. Dem Sozialismus in seinem Lauf hält weder Ochs noch Esel auf. So, richtig. Rechts rum. Super, Männer. Nee, ich habe gar keine Geschichte gerade parat. Das ist doch nicht dran, nehmen jetzt gerade. Nee, man muss ja auch nicht für alle nicht. Ich habe ja immer Angst, dass ich den Menschen um mich herum nicht genüge. Mhm. Und jetzt ist gerade so eine Situation. Ich habe jetzt das Gefühl, das Publikum ist enttäuscht von mir. Aber ich nicht. Und du genügst mir auf jeden Fall. Weil du bist mein bester Freund. Das ist schön. Und das sind jetzt dieses Jahr im September. Ey, wir feiern ja auch noch, ne? Diese Jahr im September sind das 18 Jahre. Krass. 18 Jahre Freundschaft. Und was ich geil finde, ist, dass unsere lieben Zuschauer, ihr Hübschis, Schönis, Süßis und Tollis, dass ihr ja quasi letztes Jahr bei unserem 17. Jubiläum sogar dabei gewesen seid. Ja? Also, echt jetzt? Ja, da haben wir eine Folge gemacht. 17 Jahre beste Freunde. Könnt ihr euch nochmal angucken? Wenn du jetzt hier einen Parkplatz findest, wäre richtig Premium. Ja, mach ich. Jetzt sind wir vielleicht mal ein paar Minuten vor. Ja, aber du kannst da vorne auch rechts fahren. Da könntest du vielleicht auch noch eingeben. Stimmt, die waren ja letztes Jahr mit dabei. Da, hast du mir eine Cola geholt. Ja, die Leute waren mit dabei. Schwierig. Wisst ihr, was das Schöne ist? Dass ihr eigentlich mit Hübsche Söhne so eine Art Tagebuch habt. Was ihr immer verfolgen könnt. Genau. Diese scheiß Carsharing-Scheiße, Alter. Kannst du nirgends noch mehr parken, ey. Und ich finde auch, dass wir in der Zeit gereift sind. Wir sind nicht mehr so impulsiv. So, wir sind einfach auch ruhiger geworden. Ja, wir bleiben bei der Sache, wir bleiben beim Thema. Ja. Und auch hier ist auch schön, wa? Hier könnte man auch mal Rasen mähen, finde ich. Hat so ein bisschen was, erinnert mich so ein bisschen an, holt mich aus dem Urwald raus. Oder wie hieß diese Serie im Fernsehen? Hallo, ich bin hier, holt mich, lasst mich bitte hier. Raus. Genau. Hallo, ich bin hier, lasst mich bitte raus. Nee, aber eigentlich müsste die Sendung heißen, hallo, ich bin hier, bitte lasst mich auch hier. Weil die Leute, die da mitmachen, die sollte man auf jeden Fall da auch lassen. Mal hier, Premium. So, Nord, ich bin jetzt ruhig. Ich würde vorschlagen, jetzt kommt eine Stoppuhr. Ja, stopp mal. Pokerface. Muss ja nicht jeder sehen, wie ich das mit meinen Augen mache. Also wo ich genau hingucke, welche Punkte. Ich klatsche und dann legst du los, okay? Ja, warte. Also Freunde, eine Sache ganz wichtig beim Thema Einparken ist, ich gebe euch mal einen ganz kleinen Crashkurs. Erstmal anhalten und blinken. Ja, im Normalfall, wie es jeder, der einen Führerschein hat, ich kann ja wieder einparken. Rückwärtsgang rennen und jetzt kannst du, wenn du möchtest. 3, 2, 1. So, wichtig dabei ist, einfach zu gucken, sich Zeit zu nehmen. Ihr denkt immer alle, die hier rukizuki beim Bang. Aber wichtig ist, sich Zeit zu nehmen, weil die Zeit, die ihr euch jetzt nehmt, die spart ihr nachher ein bei der Korrektur. Ja? Goethe hat gesagt,
wenn ich 5 Stunden Zeit habe, einen Baum zu fällen, schleife ich 4 davon die Axt. So. Dann kommt jetzt hier noch ein Korrekturzug, einfach um perfekt am Bordstein dran zu sein. So. Und dann stellst du noch die Reifen gerade und du bist fertig. Ich hab das jetzt mal in der Zeit in Gebärdensprache übersetzt für unsere Zuschauer, die. Naja, die nicht hören können. Ey Leute, das war, fand ich eine schöne Folge, die ging flott. Die können wir auch mal so zwischendrin raus. Ich finde so als Einpack-Tutorial auch eine Geschichte, wie ihr sagt, wir sind ja gerade dabei, unser Programm zu entwickeln, die Parktransformation. Genau. Und da könnt ihr euch dann bald registrieren und anmelden und dann zeige ich euch, wie mit dem Einparken funktioniert und wie man cool bleibt, wenn man mal ein Feuerwehrauto die Vorfahrt nimmt. So, wir hoffen, wir konnten euch ein paar schöne Sachen beibringen und wünschen euch jetzt noch einen schönen Abend, einen schönen Sonntagabend und guckt es euch mehrmals an. Das braucht ein bisschen, um zu sagen. Mein Name ist nicht Patrick, sein Name ist nicht Norm und wir sind hübsche Söhne und freuen uns aufs nächste Mal. Ey, geil, Alter, einfach Tutzen. Tutorial, das ist unser erster Tutorial, was wir jetzt gemacht haben. Alter. Wir richtig an Klicks erinnern. Ganz ehrlich, Alter. Ich glaube, damit schaffen wir das. Mit der Folge kriegen wir das. Nur mit der Folge schaffen wir diesmal. Jetzt ist der Durchbruch, der ist so nah. Jetzt ist der Durchbruch. Jetzt geht's los. Nun sind wir bereit, nimmer zu machen. So, pass auf, jetzt muss ich auch mal. Nun sind wir bereit. Jetzt muss ich eine Sache nochmal gucken. Pass auf. Wir wollen ja jetzt hier in eine Curry essen gehen. Na, du weißt schon wo? Ja, mein Knopf ist hier. Weißt du? Jetzt muss ich mal gucken. Scheiße. Ich glaube, wir müssen nochmal. Ich hab hier meiner. Ich hab mal ein bisschen. Ja, aber ich hab nichts mehr. Machen wir so wie letztes Mal. Ich bin komplett ausgegangen. Der eine legt aus und der andere überweist zurück aufs Konto. Na gut, ich nehm's trotzdem mit, den Schinken. Okay. Na du, mach doch was du willst. Mach doch was du willst. Eilig, boah, jetzt kommt gleich ein Milchbad. So, pass auf, mein Gutster. Feuerzeug, hab ich alles dabei. Ey, ich mach aus. Ja. Ich mach halt aus, komm, lass mal.